Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum vierten Spieltag der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A, Saison 2012-2013. Das zweite Heimspiel der Greizer Merlins. Zu Gast sind die bis dato noch ungeschlagenen Göttinger. Und während mein Kollege Daniel Feuchter momentan ein bisschen bei den NBA-Teams auf Spielersichtung ist, habe ich heute an meiner Seite jemanden, den beide Fanlager noch bestens kennen dürften, Christoph Tetzner. Chris, wie fühlst du dich vor deinem Debüt am Merlins TV-Mikrofon? Bitte? Wie fühlst du dich vor deinem Debüt am Merlins TV-Mikrofon? Ja, ist mal eine ganz nette Perspektive. Ich freue mich drauf. Für mich wird es auch das erste komplette Spiel sein dieses Jahr, die Merlins zu sehen. Und ja, ich freue mich auf die Stimmung, auf die Fans. Und ja, bin schon aufgeregt auf die neue Position. Okay, wir haben gleich noch Gelegenheit, ein bisschen weiter zu plaudern. Bei uns ist jetzt auch noch Martin Romig. Martin, es gab nochmal personelle Veränderungen im Kader der Greizer Merlins. Ja, was kannst du uns dazu berichten? Ja, also wir sind noch dabei, die Stellschrauben noch ein bisschen da dran noch zu drehen. Und wir haben uns diese Woche vom Licky Turner getrennt und haben jetzt neu im Kader einen Shooting Guard, also einen Flügelspieler auf der Position 2 mit Michael Rose verpflichtet. Und der ist seit Donnerstag im Training, Donnerstag auch gelandet. Und ja gut, die Spielberechtigung haben wir Gott sei Dank jetzt auch bekommen. Gut, und ein anderes Thema noch anzusprechen. Am 4. November gibt es eine Neuigkeit bei den Greizer Merlins, nämlich ein reguläres Saisonspiel in der Arena Hohenlohe. Da möchtest du auch noch ein bisschen was erzählen? Ja, Werbung, Werbung, Werbung. Alle müssen kommen, 4.11. gegen Paderborn. Die Finke Baskets, Entschuldigung, korrekte Bezeichnung. Ne? Wir wollen den nächsten Schritt machen. Das ist eine strategische Ausrichtung. Wir zeigen, dass wir flexibel sind, haben einen neuen Hallenboden, haben eine neue Korbanlage und wollen was reißen. Ja, da freuen wir uns natürlich alle drauf und bedanken uns jetzt bei Martin Romig. Wir beide begeben uns jetzt zu unserem Kommentatorenplatz, haben da noch ein bisschen Zeit, uns zu unterhalten. Und dann freuen wir uns erstmal heute auf ein spannendes Spiel hier in der Hagro Arena. Unsere Greizer Merlins treten heute an mit folgender Aufstellung. Die Nummer 4, Thomas Szewczyk. Die Nummer 10, Marco Lachmann. Jetzt kommt die Nummer 10, mit der Nummer 10, Falko Teilig. Mit der Nummer 13, Benny Lischka. Die Nummer 9 trägt Philipp Friedel. Und mit der 1, Justin Grow. Will Young hat die Starting Five heute folgendermaßen benannt. Mit der Nummer 2, unser Neuzugang, Mike Rose. Mit der Nummer 15, Hakeem Johnson. Die Nummer 7, Jonathan Moore. Die Nummer 5, Derek DC Coleman. Und die Nummer 11, unser Kapitän Joe Buck. Unser Head Coach heißt Will Young, unser Physio Philipp Schmidt. Und die Partie steht unter der Leitung von Jonas Ritter, Margot Marzi und Christian Klaverfeld. So, da sind wir wieder. Ja, die Starting Five der Gäste liegt uns momentan jetzt noch nicht vor. Aber dafür können wir nochmal
namentlich die Starting Five der Reiter Merlins durchgeben. Point Guard mit der Nummer 5 ist Derek Coleman. Dann die Shooting Guard Position begleitet der Neuzugang Mike Rose. Und der vorige Neuzugang auch erst in seinem zweiten Heimspiel, in seinem dritten Spiel insgesamt für die Greizer Merlins. Hakeem Johnson, Jonathan Moore und Joe Buck sollen unterm Korb für die nötigen Rebounds sorgen. Die Starting Five der Göttinger reichen wir natürlich baldmöglichst nach. Ja, Will Young schickt also gleich seinen Neuzugang zu Beginn aufs Parkett. Zuletzt ja in Heidelberg eine 15-Punkte-Niederlage kassiert. Unter anderem auch Antoni Sivorodka verloren per disqualifizierendem Foul. Er hat auch eine Sperre für dieses Spiel heute erhalten, fehlt im Kader der Merlins. Und wie Martin Romek es im Interview ebenfalls angekündigt hat, Licky Turner, bis zuletzt im Kader der Merlins, ist nicht mehr dabei. Der Tryout-Vertrag wurde nicht verlängert. Ja, was wir auf Göttinger Seite festhalten können, ist auch, dass auch da ein kompletter Umbruch stattgefunden hat im Vergleich zum alten Kader, der in der vergangenen Saison noch in der Beko Basketball Bundesliga an den Start ging. Lediglich Marco Grimaldi ist noch da, oder man muss ja sogar sagen wieder da. Ist schön zu sehen. Ich glaube, die Gründe dafür kennt jeder. Und er ist jetzt eben der Verbliebene von bisherigen Team der Göttinger. Ich weiß, dass der Maxi Kuhle auch letztes Jahr in Cuxhaven gespielt hat und vorher auch mit mir in Göttingen gespielt hat. Genau. Er kam jetzt jüngst erst wieder zurück, ist auch ganz neu verpflichtet wieder. Aber dafür sehen wir auch einige Neuzugänge. Hakeem Vargas wird starten. Der kam vom Ligakonkurrenten aus Ehingen, aus der Talentschmiede Ursprungsschule. Marco Grimaldi beginnt. Außerdem die Nummer 22 Ramon Harris, die Nummer 15 Paul Güth. Bitte ich um Verzeihung, ich weiß nicht, wie man den Jungen ausspricht momentan. Und die Nummer 23 müsste Bobby Davis sein. Jawohl. Und Joe Buck entscheidet den Sprungball für sich. Erster Ballbesitz für die Greizer Merlins. Oh, da will man ganz, ganz, ganz spektakulär anfangen hier. Den Neuzugang in Szene setzen. Mike Rose kann den Ball nicht kontrollieren. Jetzt aber mit dem ersten erfolgreichen Korb, seinen ersten Punkt im Dress der Greizer Merlins. Ja, perfekter Auftakt. Das schafft auf jeden Fall Selbstvertrauen, gerade für ihn, wenn er das sein erstes Spiel für Greizer jetzt hat, den ersten Wurf zu treffen. Super. Ja, ist ja, wie gesagt, erst am Donnerstag gelandet. Gerade mal diese beiden Tage jetzt im Training und dann ist es natürlich gerade auch im Spielbetrieb wichtig, schnell und gut reinzukommen. Rebound bei den Merlins. Derek Coleman gegen Marco Grimaldi. Hakeem Johnson, der sich in seinen ersten beiden Auftritten gesteigert hat. Und Mike Rose stand wohl auf der Linie. So, das ist Ramon Harris.
Bobby Davis täuscht den Wurf an. Grimaldi zieht zum Korb, verlegt, Rebound bei Joe Buck. Und offensiv Rebound bei Hakeem Johnson. 4 Punkte Führung. Kim Vargas, Marco Grimaldi. Ball läuft gut bei den Göttingern an der Dreierlinie, aber das Visier noch nicht eingestellt. War schön durchgesteckt von Derek Holman auf Hakeem Johnson. Die 9 machen es in dieser Anfangsphase. Schrittfehler gegen Bobby Davis. Bobby Davis geht raus auf Göttinger Seite und Sullivan Phillips, neu für ihn, auf dem Feld. Ja, bei dieser Unterbrechung kurz noch ein Wort. Ja, Hakeem Johnson und auch heute Mike Rose haben mir auch beim Warmachen schon einen Eindruck gemacht, dass sie sehr, sehr gut aufgenommen sind in Mannschaftsgefüge. Und wie... Ja. Pech für Joe Buck, wollte ich sagen, aber das Foul gepfiffen gegen Marco Grimaldi. Ja, das ist jetzt schon der zweite Offensivrebound von den Kreuzheimern. Die Göttinger müssen halt aufpassen, dass sie da auf jeden Fall ausboxen. Und für Kreuzheim sind das natürlich wichtige Wurfchancen. Ja, das sind, jetzt schnelle Hände von Marco Grimaldi. Aber dann macht es zu ungenau auf den nachrückenden Ramon Harris. So, jetzt wird es ein bisschen Vogelbild hier. So, Sullivan Phillips bringt Ruhe rein für die Göttinger. Jetzt ganz viel Platz. Da hat auf jeden Fall jemand geschlafen. Ja, diese Offensiv-Rebounds, das war, glaube ich, auch eine Schwäche in den ersten Partien für die Kreuzheim Merlins. Das wurde von Willy Young und auch von Ingo Enskart mehrfach bemängelt. So, jetzt muss es Jonathan Moore alleine machen. Er macht 8-2. Gut verteidigt von Hakeem Johnson. Joe Buck. Der will nicht rein. So, auch Marco Grimaldi versucht jetzt Struktur ins Offensivspiel der Göttinger zu bringen. Das hat aber Jonathan Moore durchschaut. Fünf Minuten 58 noch zu spielen. Quasi mit Ablauf der Shot Clock. Die Punkte 3 und 4 für die Gäste. Offensivfoul. Offensivfoul, Jonathan Moore. Ball ist Experte. Der Experte wiegt mit dem Kopf. Ja, das war auf jeden Fall gute Position vom Verteidiger. Und eindeutiges Offensivfoul. John hat ja auch Kopf genickt, also von daher sieht er es auch selber an.
nächster Versuch. Der Leop anspielt, diesmal auf Hakim Johnson. Misslungen. Ja. Das war auch eine klare Sache. Yep. Jetzt die Zone der Göttinger. Ah nein, Mann. Ja. Schwach gespielt von Hakim Johnson und Ramon Harris. Lässt sich nicht zweimal bitten. Zwei Punkte nur noch. Die Führung für die Greizer Mörlins. Ganz viel Platz. Vielleicht zu viel Platz. Schön Vargas. Der passt fast ein bisschen zu durchsichtig, aber jetzt Michael Wenzel. Kein Offensivfoul. Und Wenzel im Nachfassen. So, kurzes Zwiegespräch des Schiedsrichters mit Joe Buck und mit Willie Young. Weiter geht's, Ausgleich. 4 Minuten 12 noch. Rose von weit außen, der schaut rein. Sehr schnell. Der schaut rein. Schöner Pass von Vargas. Derek Coleman war schneller als der Ball. Kann es noch retten. Hakim Johnson von außen. Nein, da fällt noch nichts. Da fällt noch nichts bei den Mörlins. Aber Michael Wenzel mit ganz viel Platz zwingt Willie Young zur ersten Auszeit. 9:0 auf. Ja, ich habe mich vor dem Spiel kurz mit Antoni Sigurodka noch unterhalten und er hat gesagt, die Göttinger, das ist ein Gegner, da darfst du keine 5 Minuten nachlassen, sonst packen wir dir auf eine 10-Punkte-Führung, eine 10-Punkte-Rückstand drauf. Also ich denke, man sollte bei jedem Gegner die gleiche Einstellung haben. Ja. Und die Göttinger nehmen sich da nichts raus. Also auch sie sind eine Mannschaft, die sehr von Runs geprägt sind. Das heißt also, dass sie schnell viele Punkte machen können. Das heißt, wenn sie 10 hinten liegen, muss man trotzdem immer Vollgas geben, sodass man nicht schnell wieder in den Rückstand gerät. Aber ich denke, was man jetzt in den ersten 6-7 Minuten gesehen hat, ist, dass Karlsheim relativ viel auf die Dreier geht. Ja. Und da bisher noch nicht wirklich erfolgreich ist mit 0 von 5 Dreiern, denke ich, werden sie ganz gut beraten, mal wieder den Ball zum Korb zu bringen. Ja, das war ja auch eigentlich ein Grund für die deutliche Niederlage in Engen. Da wurde sehr, sehr viel von außen geschossen und wenig getroffen. Ja. Da kann man dann eine solche Niederlage natürlich auch drauf zurückführen. Also ich glaube, das Spiel in Ehingen war natürlich insofern schwierig. 50 Punkte in der Offense ist einfach viel zu wenig. Ja. Da lag garantiert das ganz offensichtlich das Problem, wenn man es gesehen hat. Es ist einfach nichts gefallen. Ich glaube, man war ja überhaupt aus dem Feld nur bei 31%. So, jetzt geht Jonathan Moore mal durch, bekommt immerhin das Foul. Ich denke, das ist die richtige Entscheidung, den Ball wieder zum Brett zu bringen. Ja, gerade ein Spieler wie Jonathan Moore, der das komplette Paket eigentlich mitbringt, der kann einen Tag haben, da wirft er 3 von 4 von außen. Aber er hat auch einen unheimlich guten Zug zum Korb und gute Moves und am Brett.
Auf jeden Fall. Also ich und denke, das muss er dann einfach in so einem Spiel ausspielen. Auf jeden Fall. Also ich kenne John noch aus der Zeit in Bayreuth. Ich habe mit ihm ein halbes Jahr zusammengespielt. Und wie du gerade sagst, also wirklich ein kompletter Spieler, der von außen gefährlich sein kann, aber auch einen sehr guten Drive zum Korb hat und auch im Post sehr, sehr gute Moves hat. So, der zweite rollt raus, Manson mit dem Rebound, Sullivan Phillips und Ball gut von außen und Rebound vom Kleinsten, Derek Holman. So, schnell gespielt mit ein bisschen Glück zum Ausgleich. Manson wieder frei von außen, jetzt Platz für Akeem Johnson! Wir haben die Göttinger geschlafen. Vielleicht ein ganz guter Weckruf. Ja. Für Johnson Moore in dem Fall zu spät. Platz für Roman Harris, aber die Dreier fallen jetzt bei den Göttingern auch nicht ohne weiteres. Foul geht gegen Akeem Vargas. Anthony Hitchens und Bobby Davis neu im Spiel. Und auf Greizheimer Seite Benny Lischka für Joe Buck. Schön gesehen von Benny Lischka. Foul beim Kampf um. Ja. Weil ich denke, gerade wenn keine Teamfouls sind, ist das ein Foul, was man absolut vertreten kann. Weil Benny kämpft dafür einen Offensiv-Rebound und super. Ja, Benny Lischka setzt für mich auch wirklich ein bisschen, ein Stück weit seine tolle Form aus den Playoffs der vergangenen Saison fort. Und als er nach seiner Verletzung zurückkam, war er wirklich sehr, sehr gut drauf. Und da knüpft er an. Ein sehr solider Spieler. Verschüttet. Und wieder schnelle Hände bei den Merlins. Und Ballbesitz. Bisher, die Göttingen haben relativ viele, nicht unbedingt, ja, Turnover einfach, dass sie Fehlpässe oder Pässe nicht richtig spielen, nicht sauber ankommen und selbst wenn sie dann nicht verwertet werden können, sogar einfach rausgehen. Ein bisschen Glück für Benny Lischka jetzt und Schuss muss kommen vom Neuzugang Mike Gross, dafür war er doch wirklich sehr schön. Der sitzt. Anthony Hitchens holt die Führung zurück für die Gäste. 48 Sekunden noch. Justin Crow jetzt auf dem Feld für Akeem Johnson. Moore, aber wenn er so frei ist von außen, dann nimmt er ihn eben auf. Und jetzt hat er seinen Touch vielleicht gefunden. Turnover Göttingen. Ja. So spielt man einen Fast Break, glaube ich. Ich finde gut, dass Mike Rose John belohnt hat dafür, dass er den Steal geholt hat und ihn auch dann den Korb machen lässt. Er hätte ihn auch selber machen können in der Phase. Ja, ja. Aber da wirklich optimal ausgespielt. Gutes Teamplay. Postwend die Antwort. Ja, so geht es mit einer denkbar knappen Führung für die Hausherren in die erste Viertelpause, 18 zu 17. Was man gesehen hat, dass der Hitchenson auf jeden Fall nicht lange fackelt von draußen. Ja. Ansatzlos. Und ich denke, da kannst du dann auch als Verteidiger gar nicht viel machen. Also du stehst ihm auf den Füßen, bevor er den Ball annimmt.
Also wenn es halt wirklich ein reiner Schütze ist, der wirklich bei jeder Gelegenheit das Ding abdrückt, wie letztes Jahr halt Jared Stoll, den Leuten musst du einfach auf den Zehenspitzen stehen. Da darfst du auch nicht wirklich einrücken auf die Halbzeit, sondern musst den Leuten einfach gnadenlos auf den Füßen stehen. Dass da Sullivan Phillips sehr viel Aufbauarbeit übernommen hat. Verhältnismäßig, also sehr viel. Auch das ein ums andere Mal den Ball vorgetragen hat gegen Derek Coleman. Okay. Der natürlich ein klares Mismatch produziert hat. So, wir haben die Statistiken vorliegen. Topscorer der Partie, Jonathan Moore mit 10 Punkten. Bei den Gästen haben wir Ramon Harris und Anthony Hitchens mit je 6 Punkten. Und der Hitchenson hat, glaube ich, seine 6 Punkte in der letzten Minute gemacht. Ja. Ja, ansonsten ist, denke ich, da nach dem ersten Viertel noch nicht viel Aussagekraft dahinter. 9-8 Rebounds zugunsten der Göttinger. Schon wieder ein sehr früher Wurf von dem Hitchenson. Ja. Aber Wenzel verlegt und schönen Einsatz von Benny Lischka, Platz für Justin Crow. Und wieder guter Ball von Neuzugang Mike Rose. Er kann auch zum Korb gehen. Ja. Ja, und gerade dieser Assist wieder von Mike Rose. Wir haben es zuvor angesprochen in der Situation. Das ist vielleicht so ein bisschen noch der Ausreißer zugunsten der Merlins. Das sind jetzt 8-4 Assists. Teamplay stimmt. Ja, ich denke, die Assists kamen jetzt auch vorwiegend zustande durch das schnelle Spiel, durch die Passbreaks. Die Kreis haben auf jeden Fall, sobald sie einen Steal oder einen Defensivrebound haben, halt den Ball pushen, nach vorne bringen, um halt zu einfachen Punkten zu kommen. Und diese Korbleger, die Vorlagen, das ist halt auch sau wichtig, weil es einfache Punkte sind. Ja. Joe Buck zurück auf dem Feld für Jonathan Moore. Verdiente Pause. Ja. Während Anthony Hitchens jetzt an der Linie nicht lange wackeln darf. Oder da darf er sich jetzt Zeit lassen. Zweite ist drin. Schöner Ball auf Benny Lischka. Der Pass. Ja. Und wieder Offensiv-Rebound. Gutes Timing, ja, von Benny Lischka. Ja, einfach guter Kampf um die Position. So, jetzt eben wieder Sullivan Phillips. Und diesmal war es nicht Hitchens, der schnell wirft von außen, sondern Bobby Davis. Nicht erfolgreich. Lischka beschwert sich. Korb zählt. Da würde ich jetzt fast streiten, ob das ein Assist war. Das sah sehr unfreiwillig abgegeben. Ja, ja. Das war so ein bisschen Marco Grimaldi und Benny Lischka. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ja, in dem Fall leider Göttingen dann. Ja. Und Bobby Davis. Der für den Zusatzwurf an die Linie. Zu kurz, ja. Ball jetzt
Offensiv-Rebound bei den Göttingern. Marco Grimaldi. Der junge Michael Wenzel gegen Joe Buck. Setzt sich gut durch. Und kriegt das Foul. Gegen Derek Coleman. Also was auf jeden Fall zu sehen ist, dass der Michael Wenzel da auf jeden Fall wie ein Bulle zum offensiven Brett geht. Ja, setzt da seine 113 Kilo voll ein. Wenn die Angaben der jungen Liga stimmen. Sehe ich das richtig? 6 Rebounds, ja? Ja. 12 Minuten, das ist vorbildlich. Ja, auch er ja noch Generation U22. Kam meines Wissens aus Ulm. Dort letzte Saison im erweiterten Kader von Ratzefarm Ulm. Okay. Ein bisschen leichtfertiger Ballverlust jetzt. Und Marco Grimaldi spaziert durch. Zwei Punkte Führung wieder für Göttingen. 7,5 Minuten noch zu spielen. Aber was Marco Grimaldi kann, kann Benny Lischka auch. So, wird das jetzt ein Privatduell? Da sieht man halt schon die Routine von Marco Grimaldi. Ja. Und das ist die Routine von Derek Coleman. Zweiter erfolgreicher Dreier der Merlins. So, habe ich jetzt schlecht gesehen? Ich weiß nicht, Benny hatte auch so einen Moment gezögert, wo er gedacht hätte, er hätte das Foul bekommen, aber Schiedsrichter pfeift der Schrittfehler. Er stand näher dran, wir glauben es jetzt. Gefällt mir schon, wird das sehr gut, Benny Lischka. Einen sehr guten Drang zum Korb. Foul gegen Hakim Johnson. Ja, 4:0 Teamfouls jetzt in diesem Viertel. Nach 4 Minuten, oder nicht mal 4 Minuten, ja. So, der Wühlbüffel Michael Wenzel bekommt jetzt eine Pause. Ja. Die neue Regelung. Es gibt keine neuen 24 Sekunden mehr, sondern noch 14 Sekunden Angriffszeit jetzt für die Göttinger. Viel Platz für Ramon Harris. Zu viel Platz. Wieder der Ausgleich. So, munteres, enges Spielchen. Die Führung schwankt so hin und her. Offensiv-Rebound bei Justin Crow, aber der verliert den Ball. Ja. Jetzt hat er ganz kurz gezögert, der Hitchens. Hätte er mal nicht machen sollen. Oh, kein Foul gegeben.
aus Einwurf. Die Offensive über. Ja. Jobak. Schneller und aufgeweckter als sein Gegenspieler. So, das war ein bisschen Glück, dass dieser Ball bei Hakim Johnson landet. Auszeit Göttingen. 2 Punkte Führung wieder. 5 Minuten und 7 Sekunden noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Ja, kurzer Blick auf die Statistik. Rebounds nach wie vor sehr ausgeglichen. Insgesamt doch recht auf, ja, spiegelt die Statistik den Spielstand wieder. Ich hätte jetzt auch gesagt, vom Gefühl her, dass Göttingen wesentlich mehr Turnover hätte als Karlsheim. Ja, aber es ist in der andersrum. Tat knapp andersrum. So, weiter geht's. Harris gegen Joe Buck. Und Vargas kommt nicht ran zum Offensiv-Rebound. Ball bei den Hausherren. Fünf Sekunden auf der Uhr. 3, 2. Schade. So, jetzt Akim Vargas mit viel Platz. Sagt Dankeschön. Hier führt Göttingen. Gutes Auge. Berlinischka bekommt das Foul. Mike Rose zurück auf dem Feld. Justin Groh geht raus. Und der Scharfschütze Anthony Hitchens auf Seiten der Göttinger ebenfalls raus für ihn. Bobby Davis. Neu im Spiel. So, momentan wollen die Würfe der Mörlins wieder nicht so fallen. Glück, dass auch die Göttinger nicht treffen. Gut durchgesteckt. Und Joe Buck. Gefault. Der war an die Linie. Benny Lischka bekommt wieder eine Pause. Yeah.
Seite will nicht rein. Rebound bei den Gästen. Airball von Sullivan Phillips. Coleman macht es alleine. Obwohl der Wurf mich selber sehr wundert, weil er hatte ja vorher einen ganz, ganz freien Wurf. Oh. Ja. Da wollte Hakeem Johnson, glaube ich, auch ein bisschen zu schön machen. Weil der Move gut war vorher. Jetzt aber darf Michael Wenzel wieder seine Farbe in Führung bringen. Bisschen zu leichtfertig das Anspiel, zu riskant. So, jetzt wieder ein bisschen mehr Platz für Hakeem Johnson. Diesmal macht es besser. Eins, 50 noch. Mike Rose wohl die Hand noch am Ball vor Michael Wenzel. Auch wenn es der Fanblock der Merlins anders sieht. Der hat schon ganz tief reingeschaut. Das ist seine Distanz, Joe Buck. Schöner Pass. Aber ja, der Michael Wenzel hat so ein bisschen seinen Touch verloren. Habe ich das Gefühl. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gehört. Es wurde gepfiffen, deswegen geht's weiter mit Ballbesitz Göttingen. Schneller Dreier von Sullivan Phillips. Letzte Minute angebrochen. Goaltending gepfiffen. Auszeit Göttingen. Nachdem die Merlins sich erstmals seit längerer Zeit wieder ein 4-Punkte-Polster erarbeiten konnten. Quote bei Göttingen ist deutlich in den Keller gerutscht. Ja. Und jetzt bei 44% aus dem Feld. Ich glaube, lediglich bei den Dreiern sind sie noch ein Stück voraus. Ja. Aber was mich wundert, dass sie halt auch schon 16 geworfen haben. Das ist. Ja, auch. Das ist auch eine Hausnummer. Ja. Sie haben auch viele, wenn sie bald nach vorne gebracht haben, jetzt viele schnelle Dreier auch dabei geworfen. Also. Ich weiß nicht, ob das dann immer so die beste Option ist. Ja, zumindest in einer in dieser Phase des Spiels, wo man doch eigentlich noch ein bisschen Zeit hat und auch nicht hoffnungslos einem riesen Rückstand hinterher rennt.
Mike Rose jetzt aus der Halbdistanz auch ein bisschen schnell abgeschlossen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sogar im Hintergrund dieses 2-for-1, dass er halt sagt, okay, bei 38 Sekunden nochmal raufzuwerfen, kriegst du auf jeden Fall den Ball nochmal zurück und kannst nochmal einmal raufwerfen. Ja. Weiß nicht, ob er das im Sinn hatte. Wenn er es mit Absicht gemacht hat, dann war es gut. Ja. Ups. Gibt's nichts zu sagen. Ja, und jetzt eben der letzte Wurf für die Merlins. Joe Buck. Ja, das wäre jetzt ein Ding gewesen. Ja, für den einen oder anderen ist der Joe doch immer mal gut. Ja. Aber 2 Punkte Führung für die Greizer Merlins zur Pause. Ja, nochmal kurz der Blick auf die Statistik. Ja, bei den Dreiern 18 zu 31%, wenn ich es richtig sehe. Ja, ich glaube, Kreuzheim hat sich wesentlich mehr zurückgenommen im zweiten Viertel mit dem Dreier. Ja, ich glaube, das hat Willi Young schon klar angesagt, dass das heute nicht das richtige Mittel ist. Ja. Wir melden uns mit dem Halbzeitinterview mit Ingo Enskart wieder. Jupp. Seht her, mach die Kleinstadt groß mit dem stand up, throw your hands in the air for the make the little town big with the Also ein sehr umkämpftes Spiel. Wichtig war, dass wir am Anfang rausgekommen sind und Selbstvertrauen gezeigt haben. Ich glaube, die Jungs sind gleich rausgekommen, haben Gas gegeben, haben 8-2 Start hingelegt. Dann so ein kleiner Knick, der Göttingen ins Spiel gebracht hat. 9 Punkte in Folge dürfen nicht passieren, da müssen wir schneller reagieren, dass wir versuchen, da den Run schneller wieder zu stoppen und in den Griff zu bekommen. Danach haben wir es dann geschafft und dann war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel bis zum Ende der Halbzeit. Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Rebounds in den Griff bekommen haben. Wir führen mit 2 Rebounds. Das ist für uns immer die Basis, dass wir ein vernünftiges Spiel haben können. Und ich hoffe, dass wir da jetzt so dranbleiben. Ja, und was auch sehr gut aussieht, ist das Teamplay. Vor allem auch, was den Neuzugang betrifft. Mike Rose scheint sich doch in der kurzen Zeit sehr gut zurechtzufinden. Wenn man bedenkt, dass er erst 2 Tage hier ist, macht er einen sehr guten Job, spielt sehr intensiv. Hat auch keine Ego-Aktion gehabt, hat am Anfang einen klaren Schuss reingemacht, hat aber auch versucht, die Mitspieler einzusetzen. Eigentlich genau, wie wir es uns erhoffen. Und die Bindung wird natürlich dann aber auch mit der Zeit dann noch kommen. Das ist natürlich noch nicht optimal, aber insgesamt für 2 Tage ist das, glaube ich, ein ganz gutes Bild, das er abgibt. Ja, was gibt es jetzt noch vielleicht zu ändern, zu verbessern im Hinblick auf die zweite Halbzeit? Ja, ich glaube, zum einen müssen wir ein bisschen unsere Aktionen aufeinander abstimmen. Da muss mehr Plan noch rein, dass wir wirklich unsere Stärken nutzen oder die Stärken der eigenen Spieler und nicht, dass es so aussieht, als würde jeder Spieler variable Aktionen nehmen, sondern da möchten wir dann sehen, okay, das ist die Stärke von ihm, das nutzt er in dem Moment und in der Verteidigung ist es einfach, wir müssen noch im 1 gegen 1 die Leute besser stoppen, dass wir in weniger Hilfsaktionen kommen und wenn wir das hinbekommen, dann kann Göttingen auch weniger penetrieren und weniger freie Würfe dadurch kreieren, durch Pässe nach außen. Ja, wir werden es beobachten. Herzlichen Dank. Für das Interview, Ingo Enskart. Gerne, ciao. Ja, was dem aufmerksamen Profi gerade noch aufgefallen ist, auf Seiten der Greizer Merlins Philipp Friedl, heute noch gar nicht im Einsatz gewesen. 33, Foul gegen Sullivan Phillips. Ja, da haben wir natürlich jetzt momentan keine Auskunft, ob er angeschlagen ist, ob er verletzt ist oder aus welchen Gründen er noch nicht zum Einsatz kam. Oh. Sauber. Der zweite Durchgang, die zweite Halbzeit. Beginnt wie die erste. Punkte durch
Mike Rose. Was ich eben auch erst gesehen habe, dass das die einzigen Punkte vom Mike Rose waren. Also er hat den ersten Wurf des Spiels getroffen und jetzt auch wieder den ersten Wurf zur Eröffnung der zweiten Halbzeit. Ja, das war, was Ingo Enzkart im Halbzeitinterview lobend erwähnt hat, dass er sich nicht irgendwie in ein Ego-Zocke fallen hat lassen, um sich hier zu präsentieren in seinem ersten Spiel, sondern er hat den ersten Wurf genommen, da Selbstvertrauen getankt und sich gezeigt, aber dann sehr, sehr mannschaftsdienlich gespielt. So, Marco Grimaldi verkürzt auf einen. Hat bisher noch nicht daneben geworfen, Marco Grimaldi. So, Buck jetzt schon. Wieder ein Dreier der Göttinger, der nicht zum Erfolg führte. Ja, obwohl es eigentlich relativ gut ausgespielt war, gut freigespielt war. Schnelles Spiel jetzt von den Merlins. Abgeschlossen von Jonathan Moore. Jetzt der erste Fehlwurf von Marco Grimaldi. Und Dreierversuch von Mike Rose, ebenfalls nicht erfolgreich. Moore zieht das Offensivfoul gegen Phillips. Bobby Davis. Davis. 44-41, 7 Minuten und 17 noch zu spielen. Einsatz und Hakeem Johnson im Pech. So, Joe Buck mit dem Offensiv-Rebound. Und dann Derek Coleman. Ich dachte anfangs, er wollte das Spiel ein bisschen beruhigen, dass er eine Handbewegung sagt, okay, jetzt stellen wir es nochmal neu auf und schließt dann aber auch wieder relativ schnell ab. Ja. Wittung ist der Ausgleich. Ein Leichtsinnsfehler. Ja. Also war eigentlich sehr schön, da hat Joe Buck mal wieder sich richtig reingehängt zum Offensiv-Rebound. Das, was man vielleicht noch das eine und das andere Mal vermisst zu Beginn dieser Saison. Vielleicht noch ein bisschen Nachwirkung der Verletzung, ich weiß es nicht. Aber so diesen letzten Einsatz wie in Benny Lischka doch regelmäßig jetzt schon zeigt, den vermisst man bei Joe Buck momentan noch, aber das eben war dann doch schon der alte Mr. Davidson. War wieder schön gespielt eigentlich von Mike Rose. Phillips macht auch alleine. Zu kurz. Ja. Oh. Zu viel Platz für Roman Harris eigentlich.
schnelle Hände hinterher. Bobby Davis von außen. Also sie schießen immer noch relativ viel von außen, die Göttinger. Die letzten zwei Würfe waren jetzt auch, die Grazerinnen auch erlaubt, dass sie relativ offen waren. Aber wenn die Quote so in den Keller sinkt und man halt immer nicht trifft, sollte man vielleicht trotzdem mal umsteigen und vielleicht den Ball zum Brett bringen. So, und das ist dann die richtige Antwort auf eine solche Spielweise. Kein Foul. So, jetzt kommen hier die der Göttinger Guard-Terror, wie man es ja früher bei John Patrick noch gesagt hat. Der Göttinger Guard-Terror, wie man es manchmal zu John Patricks Zeiten gesagt hat. Ja, das ist richtig. Aber der neue Coach scheint es beizubehalten, jetzt mit Wenzel und Phillips zwei hochgewachsene rausgegangen und Anthony Hitchens und Akeem Vargas neu im Spiel. Eigentlich auch ein Zeichen, dass man weiterhin doch stark über die Augen geht. Aber ich denke, jetzt müssen die Göttinger aufpassen, dass sie jetzt nicht den Faden vom Spiel verlieren. Dass sie da dranbleiben. Ja, dass sie jetzt eben im Gegenzug eben die Merlins hier nicht vor dem eigenen Publikum ins Rollen lassen kommen. Ja, so geht das dann. Deswegen ist Anthony Hitchens jetzt wieder auf dem Feld. Auch nicht lang gefackelt. Fängt ebenso an, wie er in der ersten Halbzeit angefangen hatte. Abgepfiffen. Foul jetzt gegen Hitchens. Keinerlei Foul-Trouble auf beiden Seiten. Ich habe jetzt zwei Spiele mit zwei Fouls, aber das ist zu dem Zeitpunkt natürlich noch vernachlässigen. Ja, John Moore mal wieder mit dem Airball. Hat sein das schwankt schon immer bei ihm momentan. So, aber jetzt gut die Rebound-Arbeit, Platz und Joe Buck. Korb zählt nicht. Dann haben wir jetzt das dritte persönliche Foul von Jonathan Moore. Geht jetzt auch raus, Benny Lischka zurück. Durchgezogen. Ich finde, das Göttinger Spiel versteift sich auch sehr, sehr viel auf 1 gegen 1 Aktionen. Zu viel, wie ich finde. Ja. So. Ja, jetzt gegen Benny Lischka. Auch sein drittes. Der Dreier schon im Ansatz nicht gelungen, weil wäre das jetzt das späteste Signal, mal ein bisschen was zu ändern. Aber man muss natürlich auch sagen, solange es nur in Anführungsstrichen 2 Punkte Rückstand sind, ist da natürlich auch die Erfolgsaussicht immer noch da. Wieder Benny Lischka.
am offensiven Brett ganz, ganz stark. Er bringt halt ganz konsequent seinen Körper da in die Position. Er will zum Korb bringen, er will den Ball zum Korb bringen und wird es da sehr erfolgreich. So, wieder von außen, diesmal erfolgreich. Eine der wenigen Male. Aber es ist dann wieder der Wurf, der sie ranbringt auf einen Punkt, dass es ein Punktespiel ist. Ja, das meine ich, solange es eben diese Spielweise in dem Maße erfolgreich ist, dass man nicht in einen großen Rückstand gerät, wird man sich auf diese gewohnte Spielweise vielleicht verlassen. Ich habe jetzt mal geschaut, die Dreierquote der Göttinger, 9 von 25, 36% ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja, weil sie eben immer wieder den einen oder anderen streuen sie dann ein, der reingeht. Und umgekehrt fehlt den Merlins dann natürlich aber auch ein bisschen mehr das Mittel, die Fehlwürfe auszunutzen. Dann eben konsequent davon zu ziehen in diesen Phasen. Ich denke, was die Kralzheimer auf jeden Fall gut machen, ist halt doch dann nach den Fehlwürfen relativ schnell umzuschalten, den Ball schnell zu machen. Und dadurch kommen sie ein und das andere Mal wieder zu einfachen Körben, auch über die Fastbreaks. Davor sollte Göttingen auch gewarnt sein. Ja, das stimmt, war jetzt schon die eine oder andere Szene, wo ein schneller Ball gereicht hat, um den nötigen Platz zu schaffen in der Offensive. Der Ergebnis oder 1:23 noch zu spielen. Im dritten Viertel 53-52. Läuft jetzt gut bei den Merlins. Noch 4 Sekunden. Schön. Klasse! Klasse gesehen von Joe Buck. Ja, Teamplay stimmt. Sicherlich auch in der Situation gut gesehen vom Joe. Auf der anderen Seite würde ich sagen, auch ein guter Cut von Benny, da auch präsent zu sein. Ja, auf jeden Fall. Wieder der Dreier, diesmal wieder nicht erfolgreich, aber ja, das sehe ich jetzt auch ein bisschen kritisch, da war doch. Das war auf jeden Fall sehr, sehr knapp. Ja. Ob da nicht im Endeffekt Hakim Johnson derjenige war, der den Ball über die Mittellinie gespitzelt hat, aber Schiri-Entscheidung. Wollen die Kralzheimer den letzten Angriff noch ausspielen? 20 Sekunden noch im Viertel. Schrittfehler gegen Derek. Jetzt gibt Derek Coleman den Göttingen halt noch die Chance, 15,5 Sekunden einen guten Angriff und einen guten Wurf zu spielen. Sullivan Phillips kommt hierfür zurück aufs Feld. Den Zweier. Ja, da dauert es zu lang, den Ball nochmal abzuspielen. Ja, da so können die Göttinger im Endeffekt verkürzen auf einen Punkt. Es bleibt eng, 55-54. Ein Highscoring-Game wird es nicht mehr.
dass die Statistiken vorliegen. Also Topscorer der Partie ist jetzt bei den Göttingern Raymond Harris, der jetzt doch nach 2 von 6 erfolgreichen Dreiern mit 16 Punkte die Göttinger Mannschaft anführt. Und bei den Kralsheimern sind es jeweils John Moore mit 12 Punkten und Amiakim Johnson. Jonathan Moore nebenbei noch mit 10 Rebounds. In 20 Minuten. Die hat es sich auch relativ unauffällig erarbeitet. Ja. Ja, da läuft der Ball wieder an der Dreilinie entlang bei den Göttingern. Jetzt zieht mal die Kitchens. Ja, der kann es auch. Als hätten die Göttinger uns gehört. Die letzten beiden Würfe bringen die Göttinger konsequent den Ball zum Brett. Ja. Waren beides erfolgreich. Und sind erfolgreich, jawohl. Führung für die Göttinger. Auf dem Scouting gibt es auch eine ganz nette Statistik, die sagt über die größte Führung etwas aus. Die steht bei den Kralsheimern bei 6 und das war beim 6:0. Ja. Und die größte Führung der Göttinger 3 Punkte. Daran sieht man halt, wie eng und knapp das Spiel ist. Und es schwang ja wirklich immer konsequent hin und her und so wie Derek Coleman eben diese Einpunktführung der Göttinger jetzt sofort wieder beendet mit dem Dreier. Dann wieder ziehen sie zum Korb. Diesmal gestopft durch ein Foul. Erstes persönliches von Joe Buck. Da muss ich gleich schmunzeln. Start des vierten Viertels, erstes Foul. Ja, das ist schon fast ein bisschen ungewöhnlich. 30 Minuten, sehr sauber verteidigt. Hilft Derek Coleman noch den Boden zu wischen. Und Sullivan Phillips mit der Chance zum Ausgleich. Nutzt sie. Ja, zum nächsten Mal ist auch das Spiel völlig ausgeglichen. Noch. Joe Buck spielt ein bisschen Fußball. Ja, mit dem deutschen Pass muss er es ja auch mal lernen. Ja. Markim Johnson. Wieder guter Einsatz von Benny Lischka. Auch Hakim Johnson in Nachpassen da. 60-58. Gute Defense. So. Ja. Hitchens wieder ansatzlos. Aber auch glücklos diesmal. Benny Lischka. Ah! Voller Einsatz von Hakim Johnson. So, Hitchens verliert seine Touch. Und ich denke, jetzt müssen die Göttinger, spätestens jetzt müssen sie aufpassen, dass nicht die Stimmung in der Halle, die Mannschaft, ja, die Heimmannschaft, die Kralsheimer beflügelt und sie dieses 4-Punkte-Polster jetzt wirklich dann zum Vorsprung nutzen. Weil die beiden Punkte eben, die 4 Punkte, die Kralsheim jetzt gerade gemacht hat zum Schluss, das waren alles so Kampf, mit dem Ball zum Korb gebracht, wirklich über Hustle-Plays, den erfolgreich abgeschlossen. Und Göttingen war halt zweimal misslich in der Lage, nicht zu treffen. Und ich denke, jetzt mit der Stimmung im Hintergrund könnte Kralsheim jetzt einen Run starten. Ja, und ich denke auch, dass gerade in einem solchen Spiel und bei diesem Spielstand, das ja fast ein der wenigen probaten Mittel ist, dass man über den Kampf hier das Spiel auf seine Seite zieht.
Und da hilft ihm dann natürlich das Publikum. So, jetzt musste der Schuss kommen von Coleman. Haben sie natürlich gut zugestellt jetzt, die Göttinger. Ist auch weit offen. Und wieder dieser eine Dreier, der sie ranbringt. Ich sehe den ersten erfolgreichen Dreier von ihm. Hakim Johnson will antworten und gibt stattdessen den Gästen jetzt die Möglichkeit, die Führung zurückzuholen. Wieder Hitchens, viel zu offen, dafür viel zu schlecht. So, Rose macht das Richtige. Nimm das Tempo raus. Sortieren. Ja, da hat Wenzel aufgepasst. Ja, Derek Coleman moniert. Irgendjemand hat ihn auf die Hände gehauen bei dem Pass. Ja, war schon sehr, sehr eng zugestellt. Oh. Foul gepfiffen gegen Mike Rose bei diesem Blockversuch gegen den Hünen Michael Wenzel. So, Justin Crow und Jonathan Moore zurück auf dem Feld für Joe Buck und Hakim Johnson. Wie wir sehen, Double-Double für Michael Wenzel. Wobei diese Freiwürfe natürlich schon Big Points sein könnten, um das Spiel jetzt hier in dieser Phase zu kippen. Ja, auf jeden Fall. Der fällt rein! Reingemogelt hat er den. Ja, das weiß nur er, wie der reinging. Und wir bekommen den Bonus-Freiwurf. Er geht halt mit allem, was er hat, zum Korb und ist dann am Korb erfolgreich. Guter Touch auch von der Linie. Wieder einmal 4 Punkte Führung. Noch 6 Minuten. Und das vierte Foul von Benny Lischka. Die Göttinger sind wieder zum Korb gegangen. Ja. Auch er lässt den ersten Freiwurf liegen. Der zweite aber sitzt. Ist als etwa im Heimspiel gegen Düsseldorf. Schrittfehler. Gepfiffen gegen Benny Lischka. Da hätte ich jetzt gerne nochmal ein Slow-Mo gesehen davon. Ja, auch etwas
etwas, das man natürlich gerne vielleicht irgendwann realisieren möchte. Rebound wieder bei den Merlins. Nächste Chance, die Führung ein Stück auszubauen. So, jetzt muss der Wurf kommen. Oh, der schaut rein. Das gibt's nicht. Das hätte so ein Knockout-Punch sein können. Aber so bleibt's völlig offen hier. Wieder am Korb. Jetzt wieder von außen nach dem Vargas. So lang. Benny Lischka. Jossen Grow mit viel Platz. Benny Lischka kriegt den Rebound nicht. Ist bei Ramon Harris. 4 Minuten noch. Glück für Sullivan Phillips. Und wieder. Nehmen Sie das Tempo raus. Coleman, Muoff, gut. Hookshot von Benny Lischka. Auszeit Göttingen. Auszeit Göttingen, 5 Punkte Führung. Wieder toller Einsatz. Meine Herren. Remi in der Hackrohrhölle. Mal wieder. Die Göttinger mittlerweile bei 32 Dreipunktwürfen angelangt. 10 davon erfolgreich. Aber noch sind sie mit ihren 5 Punkten Rückstand natürlich auch in Schlagdistanz. Absolut. Sie sind mit ihren 5 Punkten immer noch in absoluter Schlagdistanz. Ja. Wenn dann mal wieder so einer dieser Dreier fällt. Ja, die Göttinger haben es bisher immer geschafft, wieder auszugleichen, wieder zurückzukommen. Im letzten Viertel war Kralsheim immer mit 3-4 Punkten in Führung. Göttingen ist dann immer wieder rangekommen und jetzt sind aber nur noch 3 Minuten 20 zu spielen. Ja, deswegen die nehmen auch die Merlins in den letzten Angriffen immer die Zeit, das Tempo schnell raus und das war das 5. gegen Benny Lischka. Nein, war gegen Justin Grow. Benny Lischka darf weitermachen. Ja, natürlich die Uhr spielt jetzt gegen Göttingen, ganz klar. Obwohl 3 Minuten auch noch viel, viel Zeit ist. Ja, natürlich. Das meine ich, wenn da einmal einer dieser Dreier wieder sitzt, dann sind schon wieder nur noch 2 Punkte. Oder so sind es noch 3 Punkte nach dem Treffer von Michael Wenzel. Das ist nichts. Das ist überhaupt nichts. Der Wurf war jetzt wieder relativ schnell genommen von Jonathan Moore. Wenn er trifft, ist gut. So können die Göttinger wieder richtig drankommen. Grimaldi für 2. Zu lang der Wurf. Ah, den hätte er vielleicht selber machen müssen. Derek Coleman. Guter Pass. Ja. Wieder Platz genug für Michael Wenzel. Und das ist schon wieder nur noch ein einziger Punkt.
55 noch. Mike Rose. 7 Sekunden auf der Wurfuhr. Rose nimmt den Wurf. Nicht erfolgreich. So, jetzt müssen die Merlins richtig aufpassen. Joe Buck wartet da in der Seitenlinie auf seine Einwechslung. Hitchens. Rebound bei Mike Rose. Ich finde aber auch, dass der Michael Wenzel nicht mehr so konsequent zum offensiven Rebound geht. Eben, ich denke, da hätte er sich schon reinwerfen können und den versuchen können zu holen, aber vielleicht sah jetzt so ein bisschen auch die Puste aus. Das ist natürlich möglich so. Derek Coleman kann seinen Verteidiger abschütteln. Und jetzt gibt es einen Foul gegen Justin Crow. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht aufgepasst. Da war ich mit den Augen auch schon in der Bewegung in die andere Richtung. Und weil die Teamfortgrenze überschritten ist, darf Sullivan Phillips an die Linie. Joe Buck derweil zurück für Benny Lischka. Und jetzt wird es richtig laut hier. Es hält keinen Zuschauer mehr auf den Sitzen. So, den zweiten macht er. 2 Punkte spielen, 1 Minute zu spielen. Die Halle bleibt stehen. Derek Coleman. Winkt Joe Buck weg vom Pick and Roll. Er will ihn später haben. Jetzt 6-5. Floater. Oh. Geblockt. Grimaldi geht durch. Sullivan Phillips gegen Jonathan Moore. Wenzel. 27 Sekunden noch. Ausgleich. So, was machen die Merlins jetzt? Ja, spielen die Uhr wieder runter. Es liegen, glaube ich, noch 3 Sekunden zwischen Wurfuhr und Spieluhr. Göttingen müssen auf jeden Fall nochmal in Ballbesitz kommen. Ja, aber sie werden sie in einen schwierigen Wurf oder in 10 Sekunden zwingen wollen. Und Derek Coleman rutscht aus. Jonathan Moore. Nein. Overtime! Verlängerung. Als wenn das nicht typisch wäre für dieses Spiel. Ja. Ja. Die Führung so oft bei 1, 2, 3 Punkten hin und her geschwankt, so oft ausgeglichen, so auch nach 40 Spielminuten. Die Kreuzheim hätten dann noch moniert, oder ein Kreuzheim hat gerade noch moniert, dass es vielleicht, oder in Göttingen Schrittfehler war, dass die Göttinger früher in Ballbesitz gekommen wären, als Derek Coleman da zu Boden ging. Aber die Schiedsrichter haben es laufen lassen. Ja, und so sind wir eben jetzt in der ersten Overtime für die Greifswald Merlins in dieser Saison. In der ersten? Du sagst es so, als wenn da noch weitere kommen, hä? Es könnte noch ein langer Abend werden. Ja, es können zumindest in dieser Saison noch weitere kommen. Ja, die 5-Punkte-Führung der Kreuzheimer hat halt nicht gereicht. 3 Minuten vor Schluss. Ja. Da haben sie es dann eben nicht geschafft, da nochmal eine Schippe draufzulegen oder eben die Göttinger vollends auszuschalten. So, 5 Minuten extra und dann wird wieder abgerechnet.
Wir haben jetzt nochmal das Scouting für das Spiel dann nach der regulären Zeit. Hat sich jetzt Michael Wenzel als Topscorer eingetragen mit 17 Punkten und 12 Rebounds. Ebenso ein Double-Double auf Kreilsheimer Seite, Jonathan Moore, 12 Punkte, 12 Rebounds. Aber Statistiken zählen jetzt nicht. Jetzt kommt es wirklich auf Fight, Kampf und die letzten Minuten an. Ja, so, Joe Buck gegen Wenzel. Coleman, täuscht den Wurf an. Fuß. In der Situation, ich finde es gut, dass der Derek Coleman da nicht den Wurf genommen hat. Er hat den zwar angetäuscht, aber dass er nochmal zum Buck zurückgespielt hat, ja, um da wirklich den Ball zum Brett zu bringen. Neue 14 Sekunden jetzt nach dem Mischereinsatz. So, jetzt geht's weiter. Einwurf. Mike Rose. Findet Derek Coleman. Rutscht weg. In Bedrängnis von Sullivan Phillips. Durchgesteckt. Nein, den kann Ramon Harris nicht retten. Eine Sekunde auf der Wurf, oder? Das muss jetzt. Ja. Aber der Schiedsrichter geht nochmal zum Kampfrichtertisch. Ja. Ramon Harris beschwert sich da, glaube ich, über einen Körperkontakt mit dem Publikum. Wäre da entscheidend gestört worden bei der Ballannahme, aber ich glaube, er hatte doch seinen Drive nach außen, dass er den ohnehin nicht mehr abgefangen hätte. Ich denke, in der Diskussion geht es jetzt darum, dass die Wurfuhr vielleicht doch nicht auf eine Sekunde runter war, sondern ob es da noch zwei, drei Sekunden drauf gibt. Oder doch die Anweisung an die Zuschauer, sich da vielleicht aus dem Spiel rauszuhalten. Ja. Ja, doch. Ja, ja. Ja, ja. Hey, Jungs, wie geht's hier? Wir sind ein Feuer. Da wollen wir keine Anzufolge. Ja. Ja. Kleine Anweisung. Es ist natürlich, das ist die Architektur dieser Halle, wo die Zuschauer so nah dran sind. Macht brav mit. Der erste zumindest. Ja. Ein paar weitere. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, inwiefern der Fan da wirklich eingegriffen hat ins Spiel. Aber wie gesagt, also meiner Meinung nach war da nichts mehr zu holen für den Göttinger Spieler. Weder Ball noch, dass er selbst nicht ins Aus gegangen wäre. Oh, ja. Muss jetzt sogar ganz nach hinten. Ja, da macht man sich dann natürlich nicht beim Rest des Publikums auch nicht beliebter, aber es soll ja natürlich auch nicht sein. Ah, wildes Ding von Joe Buck. Einen ganzen Trubel habe ich fast vergessen, dass es nur noch eine Sekunde auf der Wurfuhr war. Ja. Deswegen der schnelle Wurf von Joe Buck. Ja. Was machen die Göttinger jetzt? Immer noch unentschieden. Phillips, Harris. Gehen sie wieder zum eins Korb. Eins gegen eins von Phillips. Gegen außen dribbeln. So, jetzt hat Derek Coleman den Ball sicher. Rose verlegt. Wer bricht den Bann in der Overtime? Back wieder mit Fußball. Rebound bei Mike Rose. Foul gegen Anthony Hitchens. Ich denke, der Situation ganz klar zu eigensinnig von dem Göttinger Hitchenson, der als kleiner Spieler da, glaube ich,
ja, einfach geraten wird, dem Wenzel früher den Ball zu geben. Und der kam dann irgendwann zu dem großen Spieler, zu dem Centerspieler, aber auch nicht mit Absicht vom Hitchenson, sondern auch durch Kralsheimer Mitspiel. Ja, und also anschließend hat er natürlich eben klare Größennachteile. Er hat im Rebound-Duell gegen den Kralsheimer. Ja, ich glaube, in der Situation hätte er da früher den Ball zum Wenzel gespielt, glaube ich, wären es 2 Punkte für Göttingen gewesen. So, der Ball bei den Merlins. Mike Rose, noch 6 Sekunden. 5, 4, 3. Ballbesitz. Göttingen. Ich glaube, das war die erste 24-Sekunden-Regelübertretung für dieses Spiel. Sonst wurde mal relativ schnell abgeschlossen. Wenig in Bedulde mit der Wurfuhr, aber jetzt dann doch in der Verlängerung. Ja, ich glaube, da ist dann doch eher die Angst ein bisschen größer und der Respekt größer, den Fehler zu machen, den entscheidenden. Genau, ich hatte auch gerade im Kopf das Wort Muffensausen. Ja. Schrittfehler. Auch solche Situationen gehören dann eben dazu. Man selbst, wir, Derek Coleman, versucht natürlich den Gegner in den Fehler zu treiben. Und auf der anderen Seite will man den Angriff natürlich richtig ausspielen, zu einem guten Abschluss kommen. Hakeem Johnson, der Korb ist vernagelt. Auch wie ich finde, einfach zu spät das Anspiel auf den großen Mann. Der Pass muss vorher kommen. Entweder muss er dann selber vollends durchgehen oder das Abspiel auf den langen Wenzel früher geben. Der selbst dann nicht mehr den Platz hat, seinen Körper da zu bewegen. Rebound ist bei Harris, aber der Ball. So, Harris muss beruhigt werden, dass er hier nichts Falsches spricht in Richtung der Referees. Ja, knapp 3 Minuten um in der Overtime, noch keine Punkte. Hakeem Johnson, jetzt bereit zum Einwurf. Derek Coleman dirigiert seine Leute. Block kommt von Moore. Und da ist der Bann gebrochen. Fast im Hinfall. Derek Coleman. Und es gibt noch ein Foul. Gegen Hitchens. Gibt noch den Zusatzfreiwurf für Derek Coleman, der jetzt bei 15 Punkten steht. Und 9 Rebounds. 9 Rebounds. Als Point Guard mit, was hat er, 1,80? Wenn überhaupt. Ist ja fast wie zu alten Jave Gibbs Zeiten. So, von der Linie ist er sicher. 3 Punkte. Wieder einmal die Führung, wieder einmal. 1,46 noch. Phillips gegen Johnson. Oh. Gut aufgepasst. Und jetzt Platz für Rose. Lässt Grimaldi aussteigen und zwingt den Coach der Göttinger zur Auszeit. Wieder 5 Punkte Führung. Noch 1,5 Minuten.
Ja, kurz vor Ende der regulären Zeit hatte Crailsheim aber auch die 5-Punkte-Führung. Und da hat Göttingen, glaube ich, ja, 1 Minute und 10 Sekunden gebraucht, um das wieder ausgleichen zu lassen. Also von daher. Von daher sage ich ja, wieder 5 Punkte. Ganz, ganz ähnliche Situation wie vor Ende der regulären Spielzeit. Deswegen bleibe ich da momentan noch ein bisschen verhalten. Ja. Und nicht nur in dieser Situation vor Ende der regulären Spielzeit, auch zuvor haben sie die Göttinger ja immer wieder geschafft, diese kleinen Runs der Merlins zu beantworten. Also Crailsheim sollte in dem Sinne jetzt gewarnt sein, den Ball nicht zu verlieren, vielleicht nicht zu früh abzuschließen, auf jeden Fall wirklich die 24 Sekunden auszuspielen. Ja, und natürlich das Publikum auf seiner Seite zu wissen. Derek Coleman pusht die Leute auf den Rängen. Und die Halle kocht. Der Wille ist da. Der Wille ist da. Grimaldi und Ramon Harris. Wieder 1 gegen 1. Kommt der Ball wieder zum Brett. Wieder Richtung Brett, jawohl. Aber da ist Phillips jetzt auf sich allein gestellt und bekommt den Schritt wieder gepfiffen. Und das sind das für Emotionen von Willie Young, der ja sonst ein sehr, sehr ruhiger Typ ist. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum die Göttinger sich zurückziehen in die eigene Hälfte. Sie sollten Druck machen und vorne verteidigen aggressiv. Aber dementsprechend lassen sie die Crailsheimer in die eigene Hälfte kommen und ja, das kostet Zeit. Das kostet Zeit, genau. Und jetzt sind es noch etwas mehr als 1 Minute. Und Göttingen wartet einfach und ist viel zu defensiv. Für diese Phase des Spiels. Absolut. Derek Coleman. Foulspiel, aber keine Mannschaftsfouls. Ja. Aber wenn ich jetzt auf Fouls gehe, dann muss das Foul früher kommen. Meine Meinung. Also ich denke, er wollte wirklich einfach nur den Drive von Derek Coleman verhindern, was also ein gutes Foul war, wenn wir nicht in Teamfouls sind. Aber ich denke einfach, Göttingen muss da viel, viel aggressiver rauskommen. Ja. Innen läuft jetzt die Zeit davon. So, Jonathan Moore. Jetzt haben die Merlins noch 14 Sekunden. 10. Jetzt stehen sie ein bisschen aggressiver da. Aber lassen jetzt Coleman auch wieder den Platz. Nimmt den Wurf selbst. Rebound Göttingen. Ja, da hätte vielleicht den letzten Pass noch spielen können. Derek Coleman, Harris von außen. Mit dem Airball. Oh. Ah. Super gerettet. Ja, von das war stark gemacht von Sullivan Phillips. Da haben die Merlins den Ball eigentlich schon abgeschenkt und sich auf den Einwurf vorbereitet. Und dann natürlich klasse den Ball gegen Joe Buck geschossen. 32 Sekunden noch. Sie müssen jetzt auch schnell abschließen. Oh. Jetzt wird schwer. Jetzt wird es sehr schwer, ja. Und wieder ziehen die Göttinger sich einfach zurück, anstatt halt Druck zu machen und vielleicht aufs. Ja, jetzt müssen die Fouls kommen. Die Merlins können faulen auch nicht. Sie können diesen Angriff fast runterspielen und dann bleibt nur noch ein einziger Notwurf übrig. Und das reicht nicht, um hier 5 Punkte zu erzielen. Ich glaube, sie geben es her. Jetzt kommt das Foul. 4,9 Sekunden vor dem Ende. Aber das habe ich auch nicht verstanden, warum die Göttinger da nicht gefoult haben jetzt. Ja, also entweder es waren etwas mehr als 24 Sekunden auf der Uhr. Ja, aber ich meine, in einem Angriff kannst du ja die 5 Punkte nicht aufholen. Also du hättest sofort foulen müssen. Entweder sofort foulen oder ich gebe das Spiel her, weil dass die Merlins in dieser Phase die Uhr runterlaufen lassen, ist natürlich nur logisch. Und dann bleibt eben nur noch ein Bruchteil der Zeit übrig für einen einzigen Wurf und der reicht nicht für 5 Punkte. Richtig. Und auch den Gefallen bei diesem Wurf dann zu faulen werden die Merlins den Göttinger nicht tun. Und ja, Jonathan Moore beendet sowieso jede Spekulation, trifft den ersten und auch den zweiten. Und das war es wohl. Ja, auch die Körpersprache der Göttinger. Jetzt glaube ich, Grimaldi wird diesen Wurf noch nehmen. Nein, Hitchens nimmt ihn. Keine Ergebniskorrektur. Kein einziger Punkt für die Göttinger in dieser Verlängerung. 76 zu 69 bezwingt die Mannschaft der Crailsheim Merlins, die noch ungeschlagenen Göttinger bis dato. Die Liga ist spannend, die Liga ist offen.
Ein wahrer Arbeitssieg der Merlins. Ein wirklicher Arbeitssieg. Das ging nur über den Kampf beiderseits und die Merlins haben diesen Kampf etwas besser angenommen. Ja. Also sie waren einfach in der scheidenden Phase denn präsenter, sie waren aggressiver und sind konsequenter zum Korb gegangen und waren da erfolgreich. Ja, und so bleibt natürlich jetzt die Zeit zum Feiern übrig und die Zeit für uns, die Zeit für mich, mich bei dir zu bedanken, Christoph Tettner. Ja, danke. Ich hoffe, Spaß gemacht. Ja, das freut mich. Ich glaube, es ist ein spannendes Spiel mit Overtime. Besser kann es doch da nicht sein. Und ich hoffe natürlich, dass es auch Ihnen an den Bildschirmen Spaß gemacht hat, auch den Göttinger Fans, den vielen, die uns heute zugeschaut haben, die unseren Stream unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön. Ich glaube, die Mannschaft ist sehr, sehr stark aufgestellt. Sie wird eine gute Rolle spielen. Wir wünschen dann natürlich alles Gute für die weitere Saison. Freuen uns auf das Rückspiel in Göttingen. Und für uns geht es jetzt weiter nach Karlsruhe zum Ex-Club von Jonathan Moore nächsten Samstag. Und wir bedanken uns jetzt und verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, sagt Michael Wiedmann und Christoph Tetzner. Viele Grüße noch nach Göttingen. Auf die Knie! Gebt mir ein H! Gebt mir ein U! Gebt mir ein M! Gebt mir ein Scheiß Kirchheim! Gebt mir ein B! Gebt mir ein A! Und wir singen Humba, 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 Dödere! Ciao! 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 Back! Ciao! Ciao! Can we do the same like Pimp? He's too small. Jonathan! Hey! Macht eine Gasse! Irgendeiner muss sich warm anziehen. Come on, come on, Cowboy, come on. Wir fahren am 20. Oktober nach Kirchheim. Wer sich anmelden möchte bei mir oder bei der Liz, ganz schnell anmelden.